Moin moin, Petri, hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen kleineren Projekt bei Fischer Online. Und zwar geht es diesmal um die Köderbeschaffung. Ich habe mir überlegt, dass ich da ein paar Videos zu mache, und zwar für die Köderfische, für die Krebsschwänze, für, wir schauen rein, für alles, was es so gibt. Köderfische, Frösche, Fischfetzen, Fische da rein, Blutegel, Muscheln, Krebsschwänze, roter Kaviar, Schrimpschwanz, Tintenfischfilet und den Seeköder. Und zwar, ja, habe ich heute mir überlegt, dass ich anfange mit der Laube. Und zwar in Weißrussland. Das ist der allererste See. Schauen wir eben. Da sind die Reisekosten von einem Silber, von Level 1 bis 100. Das ist der Dukora-See. Da stehe ich jetzt. Und zwar bin ich, mal ein bisschen rauszoomen, jawohl, vom Spawn aus gesehen nach rechts gelaufen und dann über diese Brücke, die hier ist. Und dann hinter der Brücke kommt der dann raus, müsste links lang. Und dann stehe ich hier bei 86, 129 und ja, da möchte ich gerne meine Lauben fangen und das klappt echt gut, muss ich sagen. So, da haben wir wieder eine. Nebenbei bin ich noch am Rotaugen angeln, nur für eine Clubquest. Kann man halt ja, nebenbei immer ganz angenehm annehmen und die dann erledigen mit einer Route. Wieder eine Laube. So, und dann habe ich unter anderem, kam dann gestern ja auch ein Update raus. Ging da wohl um irgendwelche Mechaniken und um irgendwelche neuen Angelgeräte. Und eins von diesem Angelgerät habe ich mir halt auch gekauft. Das ist die Herabuna Stick. 5,4 Meter habe ich mir gekauft. Traglast 2,9 Kilo. Fischkontrolle plus 1, Genauigkeit plus 2, Erfahrung 75% mehr. Ist halt ideal für die Köderbeschaffung, finde ich. Hab mir da die Stickline 2,8 Kilo drauf gemacht, 0,12er Schnur, 5 Gramm Pose, 2,8 Kilo Vorfach, weil gerade wenn man mal auf kleinere Fische angelt, kann es ja mal passieren, dass da mal ein Schuppenkarpfen oder irgendwas Größeres einsteigt und dann knallt zuerst das Vorfach durch und nicht unbedingt die Rute. Dann habe ich auch den Anfangshaken, den Nullerhaken genommen. Ne? Das ist halt dann equipped bis auf die Route jetzt, aber ja, da ist ja anfängerfreundlich, sag ich mal. Und dann die Fliege. Ich habe kein Futter drauf. Und die habe ich mir gestern gekauft. Nein, die habe ich mir heute gekauft, die Route. Und dann habe ich mir noch eine Bambusrute gekauft. Einfach nur, um zu gucken. Funktioniert das auch mit den Anfangsrouten? Da, die Walnussroute, 2 Kilo Traglast, Fischkontrolle plus 1, Genauigkeit plus 1. Also man skillt anscheinend momentan jetzt wohl die Angeln. Da kann ich aber auch noch nicht wirklich viel mehr zu sagen, weil, wie schon gesagt, ich habe heute jetzt erst reingeguckt, wenn das Video rauskommt. Und ja, da habe ich mir auf jeden Fall dann die Walnussroute gekauft, 2 Kilo Traglast, die Schnur, 0,12er, Federkiel, alles total simples Equip. 1,5 Kilo Vorfach kriegt ihr auch alles hier in Weißrussland. Wieder den Nullerhaken und eine Fliege. So. Und die Tiefe ist 30 cm von der Pose her. So, da geht der nächste ab. Und der erste Eindruck zum Spot ist wirklich positiv. Klar. Da haben wir den Beifang, den Frosch. Da gibt es aber dann irgendwann auch nochmal ein separates Video zu. Wir wollen ja auf die Laube gehen. Und nö, also der Spot ist wirklich sehr fängig. In der Nacht natürlich nicht. Da habt ihr dann eventuell die Frösche, aber keine Lauben. Ja, und tagsüber, so ab 6 Uhr, könnt ihr dann voll auf die Lauben angeln. Das ist dann überhaupt gar kein Problem. Das beißt auch, ja, ist eine gute Bissfrequenz eigentlich. Es beißt sehr ordentlich. So, jetzt hole ich mal meine Grundrute noch raus. Und ja. Jetzt schauen wir mal, wie viel ich jetzt innerhalb von, ja, sagen wir mal, boah, einer guten halben Real-Life-Stunde gefangen habe, ungefähr. So, da haben wir noch einen. Ah, noch nicht zu früh an, weil. So. Ich habe auch gemerkt, dass man wohl mit den Stipprouten den Fisch wohl ein bisschen kontrollieren kann. Beziehungsweise, dass man das alles ein bisschen besser handhaben kann, wenn der Fisch zu schwer sein sollte. 108 Gramm Frosch. Aber wie schon gesagt, das sind alles nur erste Eindrücke. Ich muss mich da auch noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen.
Ist er jetzt dran? Ja. So, da haben wir eine große Laube. Oh, 145 Gramm, das ist schön. Ist natürlich zu groß für die Köderfische. Aber, ja. So, was haben wir da noch? Haben wir noch einen Frosch. Gut. Also, wir haben... Leg dich hin, Lange. So. Wir haben in der ganzen Zeit, habe ich jetzt 22 Stück gefangen. Von bis. Also nur reine Köderfische an Lauben. Und also ich finde, das ist okay. Da war noch die Nacht mit zwischen. Und jetzt so seit morgens 6 Uhr sind die dann da voll drauf gegangen. Und ja, klar, hat man immer mal wieder einen Frosch dabei. 4 Frösche habe ich halt eben auch gefangen. Und nimmt man halt mit. Ja, Fischfetzen und Fischinnereien. Also ihr habt eigentlich, wenn ihr auf einen Köder geht, eigentlich immer irgendwo Beifang. Den ihr dann direkt wieder mit umwandeln könnt zu Fischfetzen, Fischinnereien, Blutegel, wie auch immer. Das werdet ihr eigentlich bei jedem Spot der Köderbeschaffung haben. Was auch überhaupt gar nicht schlimm ist. So, jetzt haben wir da, was hat ein Rotauge? Jawohl, das ist natürlich gut für meine Quest. Gut, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, wir können die ganzen Köderfische dann natürlich, klickt ihr da drauf, Köderfisch, und dann könnt ihr, wenn ihr VIP habt, könnt ihr dann alle umwandeln in Köderfisch, meine ich. Verbessert mich, falls ich da falsch liege. Ich meine nämlich, als ich kein VIP hatte, hatte ich halt eben auch nicht die Möglichkeit, automatische Herstellung, sondern musste, glaube ich, alles einzeln machen. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall klickt ihr dann auf die automatische Herstellung. Und dann, ja. Hören wir das Klingeln in den Ohren. So, eine Kleinigkeit gibt es dann noch zu sagen. Ein Köderfisch, also eine Laube, ergibt auch einen Köderfisch. Das ist zum Beispiel bei Fischfetzen oder Fischinnereien halt anders. Oder hier bei roter Kaviar. Wenn ihr da einen Fisch mit rotem Kaviar drin habt oder mit Kaviar drin habt, dann kriegt ihr 30 von diesen roten Kaviarkugeln. Oder von diesem roten Kaviar. Da ist es halt anders. Köderfisch, eine Laube, ein Köderfisch. So ist das hier geregelt. Gut, das war eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe, der Spot und ja, diese Köderbeschaffungsmaßnahme bzw. der Spot dafür hilft euch ein bisschen weiter. Wenn ja, lasst gerne mal ein kostenloses Abo da, drückt die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ja, bei Anregungen oder Ideen schreibt mir gerne mal was in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!